So, wir sind zurück in dem Schloss in der Kapelle. Wir hatten letztes Mal hier so einen Bossfight oder Zwischenbossfight wahrscheinlich, müsste man das so sagen. Treasure chest spotted. Cool. Alter. Oh, nicht die Viecher. Ich hasse die. Die haben ja auch überhaupt keine Schwachstelle. Hm. Ja, ihr beschwört immer 10 Stück. So. Und wieder von vorne. Jetzt wäre echt so ein Gruppending echt gut. Also lange kann ich das aber auch nicht mehr machen mit ihm. So. Und all out attack. All she wrote. Slam. Oder Slim? So viele okay. Reichen. Wood Clappers. Haben wir leider halt auch wieder gesehen, ne? Focus. So. Dashen wir mal hier durch. Moment. Jetzt bin ich ein bisschen falsch gelaufen, weil wir müssen hier durch. Dann können wir nämlich hier hin. Und ein Önix. Önix-Clown. Ein Önix-Clown. So. Gucken wir mal kurz, was ist dieser Wooden Clip? Was ist was? Wood Clappers? Okay, da ist man gegen Feuer resistent. Ich gebe ihm das einfach mal, weil Anne braucht das eh nicht. Genau. Anne braucht das eh nicht. Aber Anne könnte ein bisschen Heilung brauchen. So, schnell noch mal ein bisschen heilen. Durch. Sie kann sich selbst heilen. Durch sie kann sich selbst heilen. Anytime. Show me your true form. Ambush. 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 Für die Pferde gab es 40 Erfahrungspunkte. Und für die gibt es. 20, das waren noch viele Pferde, also. Okay. Ich fand's jetzt nicht so easy. Story ain't budging. Let's try somewhere else. I have something. Joker, a treasure chest. Let's open it. Okay, öffnen wir's. Brrr. Was? Breath Sash? Ich weiß gar nicht, was das sein soll. Aber auch hier schauen wir mal nach. Was ist das? Was haben wir da gefunden? Oh. Ein bisschen mehr AP. Jetzt, ja. Gut. Dann, ich glaube, ich gebe das Morgana. Die hat nämlich am. Er hat am wenigsten davon. Deswegen, bitteschön. 10 Lebenspunkte mehr. Hallo. Alter, ich konnte nicht mal angreifen. Ich konnte mich auch nicht verstecken.
Shit. Das Gute daran ist, dass er jetzt nicht so der Stärkste ist. Ich hätte gleich rein bashen und wahrscheinlich angreifen sollen. Jetzt reicht's aber langsam auch. Einmal im Kreis geschossen. Okay, All-Out-Attack. Ich brauche die Stufen. Damit ich bessere Personas haben kann, weil so, was bringt's mir denn bitte schön, die zu fusion, wenn die dann eh nicht gut genug sind. Wenn ich eh nicht das Level dafür habe, wollte ich eigentlich sagen. Let's go, Joker. I have something. Eine Perle. Sonst war hier nichts. No, das wollte ich gar nicht. Dann wieder mal ein bisschen Skill. Jetzt müssen wir echt aufpassen. Weil ich brauche noch die Sachen zum Benutzen. Okay. I see a shadow. I'll reveal your true form. So. Next. Kein Problem, das ist, geht alles ziemlich einfach von der Hand. Ich muss mir noch was einfallen, um diese Sachen, diese ganzen Kampfsachen zu überspringen, weil ich glaube, die sind für euch definitiv nicht so interessant. So, das hier erkunden, das ist vielleicht noch interessant, aber die Kämpfe nicht. Vielleicht mache ich das ja so, dass ich dann in Zukunft die Kämpfe einfach skippe. Es sei denn, die sind besondere Kämpfe, dann lasse ich natürlich drin. Aber ansonsten brauchen wir ja nicht, oder braucht ihr ja vor allem nicht, die ganzen Kämpfe zu sehen. Hat ja niemand was davon. Ach, ich kann ja auch noch runtergehen. Treasure chest spotted. Must be something good inside. Muss ich nur aufpassen, dass ich den von hinten gut erwischen kann. I can see it. Na, der ist gleich ein Level. Show me your true form. Ging gerade noch mal so gut. Jetzt werde ich noch mal kurz kontrollieren können, ob 40 ich bei 3 auch bekomme. Aber ich glaube, wahrscheinlich nicht. Ja, 24. Ich bekomme auf jeden Fall mehr. That was so easy. I'm yawning. Na toll. Wir brauchen in Zukunft definitiv mehr Lockpicks. 2 brauche ich jetzt schon, mindestens. I can see it. La 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 la. Gibt's hier noch einen Speicherraum, bitte? Ich glaube, das kann ich vergessen. Ich gehe lieber nochmal zurück, speichere. Weil da oben... Nee. Was? Die sind wieder da? Verdammt. Das ist jetzt echt blöd. Ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. I spotted a shadow, Joker. I'll reveal your true form. Okay. Ja, Level 9, sehr schön. Das ist doch schon noch geschafft. Jede Verbesserung ist eine Verbesserung. Alright. They were nothing. Jetzt müssen wir nur aufpassen. Ich komme hier, glaube ich, aber auch nicht.
Sehr schön. Okay. Shadow defeated. Now let's push forward. Bei mir ist es eher push backwards. Backwards, backwards. So, wir hauen hier ab. Ich glaube, das war's hier auch. Erstmal. So, wir sind nämlich erledigt. Und müde. Und ich weiß nicht noch was. Let's do it. So, erstmal speichern. Wir haben es ja irgendwie überlebt. Und ich würde wahrscheinlich jetzt erstmal, weiß ich nicht, den Palast versuchen runterzugehen, da wo es leichter ist, und da vielleicht noch ein bisschen Zeug zu ergaunern. Jo, das ist mein Plan. Aber das werdet ihr nicht sehen, weil das bringt ja euch nichts. Denke ich mal. Deswegen, wir sehen uns gleich. Willkommen. Ja, wir sehen jetzt, wir sind hier gerade im Menü. Ich wollte euch nur mal kurz etwas zeigen. Ich habe nämlich Folgendes gemacht jetzt, weil es ist ja ein bisschen sinnlos, wenn ihr mir dazu guckt, weil es macht überhaupt keinen Sinn, weil es passiert nichts. Ich habe ein bisschen gelevelt, einfach gegen die Gegner hier gekämpft. Dadurch, also was man so machen kann, ist einfach immer wieder in der ersten Etage anfangen und sich dann also vom ersten Safe-Punkt zum zweiten Safe-Punkt hochzuarbeiten, dann wieder zurück, und dann geht das auch ohne SP zu verwenden. Also zumindest so gut wie keine SP zu verwenden. Das habe ich jetzt ein paar Mal gemacht, bin auf Level 10 gekommen. Jetzt geht mir langsam aber auch schon wieder das ganze Zeug aus. Hab hier einiges sammeln können. Munition habe ich keine mehr, deswegen wird es langsam wieder Zeit, wieder rauszugehen. Ich habe haufenweise Items noch. Na, was heißt haufenweise? Ich habe ein paar Items noch so bekommen. Davon habe ich ganz viel. Extinguish Orb. Ich frage mich, ob ich das auch verkaufen kann in the real life. Das werden wir nämlich jetzt gleich ausprobieren. Ich will auf jeden Fall zurück in das reale Leben. Und ich will unbedingt am nächsten Tag mir wieder Zeug kaufen, aber ich möchte auch gerne Sachen basteln. Das ist mir nämlich sehr, sehr wichtig, dass wir Schlösser knacken können, weil wir haben ja mindestens 2 Truhen gesehen. Und wir müssen außerdem noch Wäsche waschen. Wir haben ja auch hier auch irgendwo einen Gegenstand, ich weiß gar nicht, wo der ist. Hier, wo haben wir das? Nicht hier. Hier auch nicht. Auch nicht das. Ich glaube, das ist wahrscheinlich bei Equipment drin. War denn das, bitteschön? Hier, Grimy Gear. Grimy Equipment. Der Grimy. Wash it at the Laundromat. Also so eine Waschautomat. Können wir das waschen und vielleicht wird es dann besser. Auf jeden Fall, das habe ich gemacht, damit ihr es wisst. In Zukunft werde ich generell wahrscheinlich Kämpfe ein bisschen kürzer schneiden. Wenn es nicht gerade ein wichtiger Kampf ist, weil es bringt, wie gesagt, euch nichts. Und ich verlasse erstmal diese Welt. Was? Was ist... Verdammt, ich wollte es gerade synchronisieren. Das stimmt nicht, jetzt habe ich es. Willst du jetzt dich von hier verziehen? Ja, eigentlich schon. Ja, und wir kommen wieder zurück in the real world. Wir haben einiges geschafft. Ja, wir haben es in die Kapelle geschafft. Haben es Safe Room gefunden und East Building Annex. Wir fangen langsam an, einen guten Blick über das Layout von diesem Ort zu bekommen. Ich würde sagen, wir haben so schon um die 50% geschafft. Wow. Also sind wir zur Hälfte durch, was? Es fühlt sich so an, als ob wir bis jetzt irgendwie gar nichts erreicht haben. Es hat außerdem ziemlich lange gedauert. Was auch immer. Und wann gehen wir das nächste Mal rein? Ich will auch mitkommen. Ja. Das werden wir beim nächsten Mal sehen. Jetzt sind wir ja fix und foxy quasi. Jetzt können wir auch nichts mehr machen. Ich finde es immer ein bisschen schade. Jetzt haben wir Evening. Und gehen meistens dann sofort schlafen. Jetzt können wir mit Sojiro vielleicht nochmal reden. Dürfte ich mit ihm reden? Was? I'm not giving you any allowance. If you want money, get a job. Also, er gibt mir nichts, außer seinem, wir wollen einen eigenen Job haben, dann können wir unser eigenes Geld verdienen. Ja, ja. Hey! Ja, und der will ins Bett gehen, aber wir können nichts anderes machen, als hier eigentlich nur rumlaufen. Hey! Und wir kriegen auch keine Erlaubnis, rauszugehen. Ja, das ist alles sauber hier. Hey!
Ja. Und wie gesagt, uns wird eigentlich gesagt, dass wir uns ausruhen sollen. Ja, wir können hier selber kochen. Hier war irgendwas mit Coffee? Ach so. Naja. Na gut, dann gehen wir halt schlafen. Wir haben noch 11 Tage, also noch 10 Tage. Und ich würde, wie gesagt, jetzt nochmal einen Tag zum Ausrüsten benutzen. Den 22. Freitag. Ey, cool. Stimmt ja, wir haben ja dann keine Schule am Sonntag. Der Schulladen hat immer diese, hat immer nicht dieses Yakisoba-Brot. Egal, was man für eine Zeit hingeht. Ich habe nicht mal geschafft, 1 zu bekommen. Weißt du das etwa nicht? Es ist immer montags ausverkauft. Aber am Freitag gibt's meistens noch ein bisschen was übrig. Weißt du das ernst? Ich werde endlich mal in den Geschmack von diesen leckeren Yokosiba-Broten kommen heute. Nom, nom, nom. Ich schätze, der... Ja, man kriegt hier nicht zu jeder Saison alles das, was man haben möchte. Jetzt möchte ich auch etwas davon haben. Ich würde dich stören, wenn ich auch was davon bekomme. Ich sag jetzt, ich würde mich nicht dran stören. Yes. Richtig? Willst du auch ein bisschen was davon ausprobieren? Ja, das werden wir. Das werden wir, mein Katzenfreund. Mal gucken, was wir jetzt hier... Wir kommen, after school, wir springen und springen. Wir kriegen wahrscheinlich gleich wieder eine Nachricht. Hey, wegen diesem Doktor in der Klinik. Sie hat uns ziemlich geholfen. Sorg dafür, dass du mal wieder vorbeigehst, um unsere Beziehung zu ihr zu verbessern. Ich möchte gerne wissen, warum sie mit diesem Typen argumentiert hat. 2 Nachrichten. Really? What are we doing today? Also, was machen wir heute? Can't you... What do you want to do? Should we meet up in the... Nein. Ich will nicht. Hey, was machst du gerade? Gehen wir heute nicht zum Palast? Ich hänge immer noch in dem Gang herum. Lass mich das wissen, wenn wir irgendwas tun wollen. Es scheint so, dass Ryuji etwas noch nicht nach Hause gegangen ist. Willst du mit ihm ein bisschen herumhängen? Nein. Nee, Leute. Ich hab einen tighten Terminplan. Und da kann ich echt nicht... Kann ich leider überhaupt nicht irgendwas von dem machen, was ihr wollt. Da war er. Ja, tun wir so, als ob wir Ryuji nicht gesehen haben. Erstmal möchte ich gerne mir Außenbrötchen kaufen. Können wir dashen? Oh, hallo? Hey. Ich bin überrascht, dass du die Nerven hast, dich mir entgegenzustellen, Musashi. Das Einzige, was du tun kannst, ist warten, bis du von der Schule rausgeschmissen wirst. Oder hast du irgendwas anderes heute vor? Antworte mir. Von was redest du überhaupt? Vielleicht überdenke ich das. Jedoch, glaub nicht, du kannst mir vom Haken kommen. Wenn du hier den Unschuldigen spielst. Wenn du erstmal herausgeschmissen bist, herausgeschmissen wurdest, kannst du nirgendwo mehr hingehen. Du wirst schließlich endlich lernen, dein Leben zu akzeptieren. Du wirst dein Leben als Krimineller so akzeptieren, so was du für ein bescheuerter Krimineller bist oder so. Und das ist der Zeitpunkt, wo du feststellen wirst, mich anzugreifen quasi.
Fei. Du wirst deine Aktion bereuen. Ja, was auch immer, Alter. Hallo. Hi. Ja, ich möchte dieses Brot haben. Fast selling bread restores 50 HP and cures hunger for one ally. 50, das ist schon nicht schlecht für den Preis. Was? Es gab nur noch eins? Alter. Alter. Ich hau ja. Mir langt's. Hier ist so ein Gang. Stimmt irgendwas mit dieser Allee nicht, wollte er wissen. Haben wir schon den zugehört? Maybe you should change your name from Hideo to Hippo. Oh, es ist fies. Or maybe Komushida should just use you for the ball. Boah, ey. Nur weil er ein bisschen dicker ist. Warum? Oh, why would you say that? Don't be uptight. Learn to take a joke. Ja, Leute. Wenn Leute solche, ständig solche Witze machen, vor allem über euer Äußerliches, das hat sich überhaupt nicht wie ein Witz angehört. Sondern das ist einfach nur mies. Dann kommt immer so was. Ja, das war doch nur ein Witz. Man kann es auch irgendwo übertreiben, ne? Wir hauen hier ab. Wie gesagt, wir wollen zu dem Laden. Nach Shibuya. Dort kaufen wir dann uns mal was ganz Nettes. Party Suits. Ich weiß gar nicht, wo wir hier rauskommen. Aber jetzt können wir uns auch hier Brot kaufen. Are you ready to order? Boah, da sehen wir aber mal die Preise. Fruit Danish. Ist das irgendwas Dänisches? 30 HP kriegen wir dafür, aber müssen wahnsinnig viel dafür zahlen. Das ist irgendwie nicht so toll. Wie kommen wir denn hier eigentlich raus? There's nothing you need. Okay, ich dachte, wir kommen da raus. Warum bin ich denn hier runtergegangen, wenn es hier nichts gibt? Station Square, da kommen wir hin. Aber dürfen wir auch noch nicht überall hin. Jetzt kommen wir hier auf den Platz. Oh, hier ist ein Kamerateam. There have been a lot of accidents lately. Do you think disease is making people lose consciousness? I don't know. I don't care. Now, what are we supposed to be doing here? The director said, we need to increase our ratings by capturing interesting snapshots of life. Okay, then just keep that camera running and get everything on film. The audience will eat up whatever we decide to feed them. Tja. Die interessieren sich schon für alles, was sie kriegen können. Das sagt mir gar nichts. Ein neues Single? Ashita. Aber die kennen wir, Sapphire. Da können wir auch nicht hingehen. Ich dachte, da wäre gerade so ein Bild von Chi ein bisschen. Also von den Klamotten zumindest. Also hier müssen wir sowieso, wie gesagt, nichts machen. Können wir dashen eigentlich? Nee, können wir nicht. Können wir mal hier dashen? Die könnten wir jetzt auch irgendwo runtergehen. Was ist das denn hier eigentlich? Raucherecke! Hey, dieser, Leute around. Das ist ekelhaft. Raucherecke, ist das eklig. Ja, wir können doch, wie gesagt, nirgendwo anders hin. Müssen wir auch nicht. Guck mal, was haben wir denn hier? Eine Statue. Der faithful Hund, der wartet, der auf seinem Meister, Herrchen wartet. Bis zum Ende, hä? Ich bin so bewegt von so viel Loyalität. Du verlässt mich besser nicht. In Ordnung? Es ist ja nicht so, es ist ja nicht so, dass ich derjenige sein muss, der wartet. Oder so ist in der Art. Ja, wir gehen zur Central Street. Wie gesagt, wir haben einen Termin. Wir könnten ja, hätten jetzt auch einen Quick Travel machen können. Aber ich dachte, wir schauen uns mal auch so die Sachen hier an. Hier. Scarlet.
Aber wir haben ja keinen Fernseher, also brauchen wir das nicht. Wir waren ja hier schon mal, wir haben ja hier schon ein Buch gekauft und so weiter und so fort. Wir waren ja auch schon mal. Karaoke können wir auch nicht hingehen. Ich wollte ja schon mal ins Arcade, da können wir aber nichts machen. Das war scheiße. Ich kann jetzt in den Convenience Store Quick Travel. Dann gehen wir mal rein. Ich wollte mal gucken, was da drin ist. Ich weiß jetzt nicht, ob da hier was Besonderes ist. Willkommen! Wir haben ein großes Angebot an verschiedenen warmen Speisen. Take your time. Boah, das ist so teuer. Und das bringt gar nichts. 150 für 20. Ja, wir gehen. Ich weiß nicht, ob mir die Sachen sonst noch irgendwas bringen. So im Leben generell. Aber hier hab ich jetzt echt keinen Bock drauf. Ich will das Schild lesen. Big Bang Burger, hä? Ein ziemlich grandioser Name. Yay, wir können jetzt auch zu Big Bang Burger reisen. Ich weiß nicht, ob es hier irgendwas gibt. Voll die Fastfood-Kette. Die Musik ist cool. Willkommen zu Big Bang Burger. 24 Stunden am Tag geöffnet. Weil es keinen Tag und keine Nacht im Weltraum gibt. Wir bieten jetzt eine neue limitierte Edition dieses Frühlingsgegenstands an, also Items. Der Erdburger. Da ist voll Erde drin, Sand und so. Was kann ich für dich kriegen? Was kann ich für dich kriegen? Nein, wir wollen uns nicht verkaufen. Oder Takeout. Wir können jetzt die Sachen mitnehmen. Springly Oni. Filled with Earth Veggies Roasted. To all allies. Ja. Komm, wir holen mal so einen Erdburger. Wir haben ja ein bisschen. Es gibt so immer nur einen oder was? Naja, egal. Wir kaufen ihn. Nö, wir gehen. Wir haben jetzt diesen Erdburger. Ich hoffe, der hält lange. Echt mies, so kommst du raus oder benutzt du den am ersten Tag nicht, dann ist er halt schon kaputt. Drugstore. Welcome. Und hier können wir auch nochmal Sachen kaufen. 300. Aber das ist nicht so schön, weil das die Sachen senkt. Du kriegst zwar Leben zurück, aber dafür sind deine ganzen Werte am Arsch. Geht's denn da runter? Underground? Hören wir da mal rein? Nope. Your voice is too high-pitched. Women are disgusted by that and they will ignore you. Hier geht's gerade um so Dating-Tipps scheinbar. To be honest, I'm feeling like maybe I'm a lost cause. Also verlorener Fall. Listen. Women are delicate, like cotton candy. Don't get clumsy and you will get to have a taste. Yeah. A lot of strange stuff has been going on lately, so talk about that to break the ice. Got it? Ja, könnte man machen, muss man nicht. Wir gehen jetzt nochmal hier rein. Take your time. Das ist dem Garden Energy. Proteine können wir kaufen. A cheap plant nutrient for those who want basic care for the plants. Ja, gut, kaufen wir. So ein bisschen was für unsere Pflanze. Gartenenergie. Sonst brauchen wir nichts. Ja, ich hänge hier fest, Hilfe. Und ins Kino, glaube ich, konnten wir nicht gehen. Nein. Ich verstehe zwar nicht, wieso wir das nicht dürfen, aber wir dürfen es nicht. Wir dürfen ja auch nirgendwo essen gehen. So, der Typ war da schon, hat gesagt, hey, geh doch nicht rein. Wir gehen zu unserem Händler unseres Vertrauens.